Hallo und herzlich willkommen zurück bei State of Decay 2. Ich wollte jetzt eigentlich erst zurückfahren und habe mich dieser Typ hier angeschrieben, der heißt Gideon und so. Ich will wirklich ein paar Medikamente gebrauchen. Gideon als Begleiter, du hast mich nicht ausgesehen, aber ich kann nicht alleine gehen. Kannst du mir helfen? Ja, okay, komm. Ich hoffe, da will sich mich dann wieder anschließen. Ey, bin eine Frau, auf mich Amigo zu nennen. Amigo. Alter, wie der halt einfach durchs Fenster gesprungen ist. Oh, ich bin so verletzt, ich springe durchs nächste Fenster. Das ist halt ein Koloss. Wo kommt jetzt der Koloss schon wieder her? Wir müssen leise sein. Oh. Ey, schon mal Typ im Gesicht gehabt. That must be the place. You see the dead head over there? Was? Ja, okay, dann lässt man mal so. Ich habe einen Schraubenschlüssel für dich. Alter, wo kommen die jetzt alle her? Mach mal. Danke. Aber hier sollen Medikamente sein? No room for that. No room Schrauben. Da drin vielleicht? I was just thinking, ah. Find it. Hey, hier, Giddy. Gideon. Shit, I owe you one. Ah, gut, er haut ab. Glück hab ich, dachte, der Penner will mir auch folgen. Warte, hier gibt's noch was zum Durchsuchen, hoppala. Da oben und unten. Hui! Her damit! Ich habe noch einen Platz für eine Tragetasche. Okay, noch mehr Waffen-Upgrade-Teile, wenn du meinst. Klar, das Ding kann ich durchsuchen, aber die Tasche nehmen wir nicht. Now that's worth scavenging for. Ob den Kaffee legen wir ab. Nehmen stattdessen das mit. Da liegt ein Packsack Nahrung einfach rum. Ich bin gerade sehr überrascht. Fuck, und da passt nichts mehr rein. Mist. Kann ich nicht irgendwie Hilfe holen? Wenn ihr die Online-Spiele so einen Scheiß auf die Online-Spieler suche. How's it going? So, I've got something you guys might be interested in. Ah, ich nehme die Nahrung lieber mit. Scheiß aufs Benzin, Mann. No room for that. So. Nein, so. Ablegen. Oh, das macht die sogar. Also eine Animation dazu. Ist ja geil. Ich glaube, wenn ich auf Tour gehe, soll ich lieber einen Transporter nehmen, ey. Kommt doch, ihr Schweine, ihr bekommt mich nie. Fahr ich richtig? Ja. Auf nach Hause! Da. Niemals auf die Straße legen, Junge. Ist das Ding noch ganz? Tatsächlich. Also, ganz im Sinne von, man kann damit noch fahren. Ach, ganz hat es nämlich nicht mehr ausgeschaut. Ups. Hinter mir ist so ein... Die Kirche muss ich mal erkunden. Die wird mich interessieren. War ich in der Kirche schon mal? Weiß ich gar nicht mehr. Ich
Ich muss eh mal einen Charakter tauschen, weil die langsam müde wird oder müde ist. Ich hab dir halt einen Kaffee reingedrückt. Fuck, 1990, wirklich? Ist hier irgendwo da oben? Da! Meins? Mein Strom, mein Strom. Oh ne, keine Scheiße bauen, keine Scheiße bauen, sehr gut. Achtung, Bremse! Doesn't get any emptier than this. Mach noch. Komm mehr? Komm, 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 komm. Und Achtung, die stehen auch wieder. Haben fertig. Klar soll das Ort nicht sicher. Wo kommt denn jetzt? Warum sind denn diese ganzen Spackos da drin? Was ist das da für eine? Oh oh. Hey Leute, könnt ihr mal herkommen? Das ist eine Zombie-Horde, mitten in meinem Außenposten, beim neuen. Zwar jetzt leicht ausgelaugt, aber passt schon. Wie viele Dreckszombies sind denn jetzt hier? Da hinten läuft er rum. Arschloch. Oh, für ein paar habe ich immer noch übrig. Can't do it. Okay. Da oben steht einer. Ich bin der König der Welt. So, jetzt aber, oder? Sehr geil. Außenposten beanspruchen. Bestätigen. The work's done. Our new outpost is ready anytime. So, jetzt haben wir Außenposten 3. Versorgt die gesamte Basis mit Strom, solange wir Benzin haben. Verbraucht 2 Benzin pro Tag. Beim Außenposten können wir aktiven Charakter wechseln und relativ sicher... Ja, okay, das wissen wir ja. Ah. Würde mich jetzt auch interessieren. Ja gut, jetzt muss ich eh erstmal wieder sammeln. Wir müssen nach Hause. Oh, das ist ja gleich dagegen gegenüber. Locken wir gleich mal alle Zombies her. Hey Leute, was geht so ab, Mann? Nochmal. So. So. You can relax. I'm home now. All in a day's work. Oh. Was war denn das jetzt? Ach komm her. Ihr geht uns eh gleich auf den Sack. Leg dich hin. Entschuldigung, erst musst du dran glauben. Passt. Passt, wackelt, hat Luft. Oh, leck, Alter, wir haben viel zu viel zum Bauen. 29, ja, leck mich. Ich muss dann auf jeden Fall was bauen.
Hey Leute, da kommen Zombies, macht die mal kalt. Ich bin hier gerade am Ausladen. Ist der hier drin? Hallo. Hör auf, hier rumzulaufen. Rennen ist hier verboten. Räumt den mal weg. Wo wart denn ihr alle? Ist mir klar, dass wir keinen Platz mehr haben. Trotzdem werde ich jetzt weiter reinschaufeln. Wobei ich die eigentlich auch außen in dem anderen Auto lassen hätte können. Töte den mal, da nervt einer rum. Kann ich den eigentlich nochmal upgraden? Ich glaube nicht, ne? Aufwertung. Wissen über Handwerk. Anführer Kriegse, Anführer Baumeister. Wissen über Handwerk bräuchte ich, damit ich wenigstens einen Platz noch frei schaufeln kann. Warte mal, ich kann das nochmal upgraden. Konstruktion, Elektrizität, Munition. Plus 20 Lager. Plus 20 Lager, Lebensmittel und Medikamente. Plus 20 Lager, Munition und Benzin. Scheiße, was hat der Neue eigentlich für einen Computer? Du Wichser! Jetzt habe ich dem Computer gelernt und der hat's voll! Mechanik, Kräuterkunde, Kochen. Chemie. Computer, Kochen, Medizin. Scheiße. Kann man irgendwie sowas verlernen oder so? Ach, Dickerchen. Leg. Oh. Entschuldigung. Ging schneller, als ich dachte. Scheiße, was baue ich jetzt am besten? Basis, Barsis, die Barsis. Restaurant Küche, minus 15, maximal Ausdauer für eine Stunde. Kosten 3, nee, kann ich mir nicht. Ist die Moral gut? Moral stabil. Regenkollektor. Ich brauche immer noch jemanden, der wo den Dreck mit Konstruktionen kann, damit ich hier das aufwerten kann. Da hätte ich 6 Betten anstatt nur 4. Und könnt eins, wobei es gibt 3 Betten, ne? Ich brauche eine noch größere Basis, Mann. Ich hab zu viel Scheiß, ey. Wobei ich aber auch einen Außenposten einnehmen könnte mit Betten. Lebensmittel bereit. Ein Lebensmittel pro Tag. Ein Lebensmittel pro Tag. Okay, mit der muss mache ich jetzt erstmal Schluss. Die Waffe kann die behalten. Das kommt nein. Eins einlagern. Gemeinschaft. Die ist müde. Kate, Paul hat eine Aufgabe. Kontrolle übernehmen. Hallo Paul, was hast du in deine Ru- Da kommt ein Koloss. Scheiße. Sowas. So. Geil, er hat keine Munition und eine kaputte Machete. Läuft. Einlagern. Was kann ich nehmen? Das ist alles scheiße. Das ist. Ah, die könnte man nehmen. Ausrüstung. Munition. So. Der hat aber auch nur einen Steamer-Rucksack, ne? Wird schon. Oh, was habe ich da unten? Ach so, das hat er jetzt halt. Einlagern. So taugt alles. So, jetzt haben wir. I still have nothing new on this project, Osiris.
but Red Talon is investigating. It could just be a citizen radio broadcast, but I don't think so. If there's anything to it, we will let you know. Nein, 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 Blendgranaten bringen mir gar nichts. Blend, Rauch. Was haben wir hier? Chemie, Mechanik, Kochen, Medizin, Versorgung. Was haben wir zum Verhögern? Kiste mit schicken Riegeln. Die waren mal ungesund, aber ein Kösling ein außergewöhnlicher Handelswert. Hoher Handelswert, hoher Handelswert, hoher Handelswert. Hoher Handelswert. Kakaopuder, hoher Handelswert. Noir DVD-Sammlung. So, wir hatten noch irgendwo einen Händler, der wo rumgammelt. Da, wandernder Händler, sehr geil. Hoffen wir mal, dass der Koloss uns nicht gleich aufs Dach steigt. So, damit die ein bisschen wegkommen von meinem Lager. Wow. Tut mir leid, Versammlungen sind unerwünscht. Hier herrscht kein Versammlungsrecht, hier herrscht das Recht des Stärkeren. Ist der da hinten? How's it going? I'm with the network. How you doing? Ah, mach die mal kalt hier. Die Nerven rum, während wir unsere Verhandlungen führen wollen. Oh, scheiße. Mach mal zu. Ah, okay, du noch. Okay. Tschüss. Hey, if you could lend us a hand with something, we really owe you one. Ein Achter hat er. Packsäcke hat er. Medizinzeugs. Okay, ja, nichts zum Wegsprengen, aber ich könnte. Alter Leute, wenn ihr schon hier handelt, dann macht doch mal die Zombies weg. Okay, der ist da unten. They get us. Okay. Okay, verkaufen, 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 verkaufen. Passt. Mal gleich mal 910 haben wir. Nein, der hat 910, wir haben 430. Voll mit solchen Heilmitteln. Medizinbuch war das und Versorgungshandbuch. Okay, das passt schon alles. Was war denn das jetzt? Da weißt du, dass du leicht nervst. Dämliches Arschloch. Okay, das bringt uns auch nichts. Leute, räumt doch auf, Mann. Ja, klar, ich krieg den solchen Idioten. Ich zieh wieder alleine. Warte mal, hinten ist doch der. Da, der hockt direkt am Ding. Ist der tot? Oh Scheiße, der kann da drüber! Hilfe!
Leute, Hilfe! Boah. Danke. Oh oh. Alter, wie schnell ist der? So. Wo geht's jetzt hin? Wir könnten mal da runterfahren. Ach Junge. Oh oh. Scheiße. Mal schauen, dass ich wieder irgendwie auf der Straße komme oder was nach einer Straße ausschaut. Okay, das dürfte taugen. Dann fahren wir hier runter. Ah, wieder bloß Hälfte vom Benzin, Mann. Dann gehen wir da rechts. Noch ein Stück. Und da runter. Wir ignorieren mal die ganzen Zombies, Alter, auch mit unserem Türtrick. Trick kann man das nicht nennen, ne? Was soll das denn das? Falsche Richtung. Mal schauen, was da unten dann so ist. Weil da unten waren wir ja noch gar nicht, ne? Oh, noch ein. Ich bin fast in Versuchung, hier mal zu stoppen. Nein, da schauen wir weiter. Vielleicht können wir uns da unten noch einen Außenposten angeln. Oh, fuck. Noch ein Seuchenherz. Okay, wir sind im Dörfle. Trucks? Kann ich da hoch? Ja, ja. Oh, was ist da hinten? Ach du Scheiße! Da ist ein Koloss. Da ist ein Seuchenherd. Da ist ein Seuchenherd. Okay, aber bevor wir jetzt da schauen, dass wir da ein bisschen Randale machen, bedanke ich mich jetzt bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann erst wieder in der nächsten Folge. Macht's gut und Servus.